Ziegenkäse-Wraps. Zutaten FÜR 2 Personen, größer als 2 EL Pinienkerne, 2 Spinat Tortillas, 4 EL Feigensenf, 2 Blätter. Radicchio-Salat, 2 Blätter grüner Salat, 100 Gramm milder Ziegenkäse. So geht's, Pinienkerne ohne UE in einer Pfanne rösten. Detour. Tillas bis an den Rand mit Senf bestreichen. Salatblätter in die Mitte. Legen. Ziegenkäse in kleine Stückchen zerkleinern. Ziegenkäse und Pinienkerne darauf streuen. Etwa 3 cm am äußeren Rand freilassen. Senior. Links und rechts die Ränder umschlagen und die Tortillas wie eine Roulade aufrollen. In der Mitte schräg halbieren. Polentawraps. Mit Gemüseragout. Zutaten FÜR 4 Personen. 100 Gramm Polenta, Maisgrieß, 80 Gramm Mehl, 2 Eier, Größe M, Salz, 200 ml Milch, 200 Gramm große Champignons, 1 Bund Frühlingszwiebeln, 200 Gramm Kirschtomaten, 1 Bund Basilikum, 3 EL Olivenöl, 3 EL Weißwein, 150 Gramm Kräuterfrischkäse. So geht's, Polenta mit Mehl, Eiern, YTL Salz und Milch glatt rühren. Den Teig ca. 15 Minuten ruhen lassen. Champignons putzen und in dicke Scheiben schneiden. Frühlingszwiebeln putzen und in Ringe schneiden. Tomaten waschen und in Scheiben schneiden. Einige Blättchen Basilikum fein schneiden. 1 EL UI in einer geschichteten Pfanne erhitzen. Nach einem Dörderin 4 gleich große Pfannkuchen backen. Im vorgeheizten Backofen bei 80 Grad Fahrenheit. Übriges 01 erhitzen. Champignons und Frühlingszwiebeln darin kurz andünsten. Mit Weißwein ablöschen und den Frischkäse in Flöckchen einrühren. Tomaten untermischen und kurz erhitzen. Pfannkuchen mit dem Gemüseragout füllen. Mit Basilikum bestreuen und zusammenklappen. Mit Basilikum garniert servieren. Wraps mit Entenfüllung. Zutaten FÜR 4 Personen. Ein Entenbrustfilet, 300 Gramm, eine große Radicchio, 4 große Tortillafladen, 50 Gramm Alfalfa-Sprossen. Für die Guacamole. Eine kleine Zwiebel, eine kleine rote Kieliskote, 1 reife Avocado, Saft von einem Schrägstrich Zettelmette. 2 EL Magermilchjoghurt, 1 EL gehackte Korianderblättchen, Salz. So geht's, für die Guacamole Zwiebel sehr fein würfeln. Kieliskote putzen. Kernchen entfernen und fein hacken. Avocado aufschneiden, Stein entfernen und dann Fruchtfleisch aus der Schale löffeln. Zwiebel, Chili, Avocado, Limettensaft und Joghurt fein pürieren. Koriander unterziehen und mit Salz abschmecken. Entenbrust mit der Hautseite nach unten in eine Pfanne braun braten. Wenden und die Fleischseite entbrust hin, danach mit der Hautseite nach oben in eine feuerfeste Form legen. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad, Gas, Stufe 2 bis 3, Umluft, 160 Grad, 15 bis 20 Minuten braten. Radicchio putzen und in Streifen schneiden. Tortillafladen nach Anweisung aufbacken. Entenbrust erst 5 Minuten ruhen lassen, dann in dünne Scheiben schneiden. Tortillas dünn mit Guacamole bestreichen. Mit Radicchio, Entenscheibe und Alfalfa-Sprossen belegen und aufrollen. Einmal. Chicken Wings Cornflakes. Für 4 Personen. 2 TL Currypulver 1/21 Orangensaft, frisch gepresst, 4 cl brauner Rum 4 EL Honig. 2 Knoblauch 10 Salz Pfeffer 12 Hähnchenflügel, 100 Gramm, 4 Zwiebeln 8 EL Pflanzenöl 6 TL Kurkuma 400 Gramm Basmati Reis 800 ml Gemüsebrühe. Erstens Curry, Orangensaft, Rum und Honig verrühren. Knoblauch schälen, dazu pressen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Hähnchenflügel mit der Marinade mischen.
eine Stunde kalt stellen. Zweite Zwiebeln schälen, hacken. In 3 IL-Glasig dünsten. Kurkuma und Reis zugeben, kurz anschwitzen. Brühe zugießen und aufkochen lassen. Kurkuma-Reis umrühren und ca. 20 Minuten zugedeckt quellen lassen. Drittens das Fleisch aus der Marinade nehmen, abtropfen lassen. Hähnchenflügel in restlichem Öl in 20 Minuten bei mittlerer Hitze rund um goldbraun braten. Vierten Bratensatz mit der Fleischmarinade ablöschen, Soße ca. 5 Minuten einkochen lassen, dann durch Unterstrich ein Sieb passieren. Zu den Chicken Wings und dem Kurkuma-Reis servieren. Knoblauchhähnchen. Für 4 Personen Doppelpunkt ein Poularde, ca. 1,3 Kilogramm, Salz, Pfeffer aus der Mühle 1/2 TL getrockneter Rosmar 20 Knoblauch 10 1/41 Weißwein 1 Bund Frühlingszwiebeln 2 EL Creme Fraiche. Erste Poularde abspülen und trocken 60 bis 70 Minuten braten. Zweitens tupfen, von innen und außen salzen, Zwiebeln putzen, waschen und pfeffern und mit Rosmarin einreiben. Schneiden. Die letzten 20 m Knoblauch 10 schälen, grob hacken. Poularde in den Bräter geben, ein Drittel in die Poularde füllen, einlichen Weißwein angießen. Tee weiteres Drittel vorsichtig von der Kopfte während der Garzeit hin 1 und Bauchöffnung der Poularde 2 mit dem Bratensaft begießen sehen Haut und Brustfleisch schieben. Garzeit die Poularde aus der restlichen Knoblauch und die Hälfte nehmen. Drittens den Bratenfond des Weißweins in einen Bräter geben. Topf etwas einkochen lasse Poularde hineinsetzen und in Vorgefraike einrühren, mit Salz i. Heizten Backofen bei 180 Grad Celsius und Luft würzen. Soße zur Poularde S. Hähnchenbrust mit Kräuterkäsefüllung. Für 4 Personen, 4 Hähnchenbrustfilets, 1 Limette Pfeffer, 1 Knoblauch C. 1 Bund Basilikum, 150 Gramm Schmelzkäse, 1 Eisalz, 6 IL Paniermehl, 1 IL Butterschmalz, 200 Gramm Zuckerschoten, 200 Gramm Champignons, 1 TL Butter. Ersten Filets abspülen, trocken tupfen, seitlich eine tiefe Tasche in jedes Filet einschneiden. Limette auspressen. Saft mit Pfeffer würzen. Knoblauch schälen und in Scheiben schneiden. Hälfte der Basilikumblättchen von den Stielen zupfen. Filets mit Limettensaft betrüffeln. Basilikumblättchen und Knoblauch darauf verteilen. Zugedeckt 2 Stunden ziehen lassen. Zweitens restliches Basilikum in feine Streifen schneiden. Unter den Käse mengen. Filets abtropfen lassen. Mit der Käsemasse füllen. Ei in einem tiefen Teller verquirlen. Filets würzen. Zuerst in versklagenem Ei, dann im Paniermehl und herum wenden. Butterschmalz in einer großen Pfanne erhitzen. Hähnchenbrustfilets darin bei mittlerer Hitze rund um ca. 10 Minuten goldbraun braten. Drittens Zuckerschoten und Champignons putzen. Die Schoten in Salzwasser ca. 4 Minuten blankieren. Pilze in heißer Butter andünsten. Zuckerschoten zugeben, salzen, pfeffern. Dazu die Hähnchenfilets anrichten. Red Elbe Apporte. 125 Gramm Weizenmehl 3 Gestraße. TL Doktor. Oetker Original Backen. 125 Gramm Zucker. 1 PCK. Doktor. Oetker Vanillenzucker. 125 Gramm weiche Butter oder Margarine. 3 Eier. Größe M. Frisolo. 1 cl. Red Elban. Abtropfgif. 240 Gramm. 1 pck. Dr. Oetker Früchte Fix. 400 Gramm kalte Schlagsahne. 2 btl. Dr. Oetker Gelatine Fix. Je 15 Gramm. 2 pck. Dr. Oetker Vanillenzucker. 150 Gramm Joghurt. Zum Trinken. 4 IL süßer Sherry. Zum Verzieren. Etwas Dr. Oetker Muffinglas Lila. Tee. CN. Sie. Einen, V.
vorbereiten, wurde der Sprengform mit Backpapier belegen. Backofen vorheizen. Oberschrägstrich-Unterhitze, etwa 180 Grad Celsius. Heißluft, etwa 160 Grad Celsius. Zweiter Auenteig, Mehl mit Backen in einer Rührschüssel mischen. Übrige Zutaten hinzufügen und alles mit einem Mixer, Rührstäbe, kurz auf niedrigster, dann auf höchster Stufe 2 Minuten zu einem glatten Teig verarbeiten. Teig in der Sprengform glatt streichen. Form auf dem Rost in den Backofen schieben. Einschub, unteres Drittel. Backzeit, etwa 25 Minuten. Sprengformrand lösen und entfernen. Bodenbackpapier belegten Kuchenrost stützen. Es entfernen und Gebäck erkalten lassen. Boden einmal waagerecht durchschneiden. L. Auf eine Platte legen und einen Tortenring O und Y. Säubert den Sprengformrand da umstellen. Dritter Fühl. Um, Heitelbe an auf einem Sieb abtropfen lassen N. Flüssigkeit dabei auffangen und 200 ml abmessen. Rücken E-Fix mit einem Schneebesen in die Flüssigkeit einrühren. Früchte unterheben. Sahne mit gelatine Fix nach Packungsanleitung steif schlagen. Zum Schluss Vanillezucker und Joghurt unterrühren. Die Hälfte des Sherrys auf den unteren Boden verteilen und Beerenfüllung darauf verstreichen. Die Hälfte der Sahnecreme darauf verteilen, oberen Boden darauf legen. Diesen ebenfalls tränken und mit der restlichen Sahne bestreichen. Mit einem Teelöffel kleine Wellen in die Sahne drücken und meint. 1 Stunde in den Kühlschrank stellen. 4. Verzieren, vor dem Verzehr mit etwas Muffinglasur besprenkeln.